Wir stehen jetzt hier vor der Messe Köln, in der eine Woche lang die Didakta stattfinden wird. Die größte Bildungsmesse Europas, in der natürlich auch die Waldorfschulen vertreten sind. Dann gehen wir mal rein und schauen, was uns da so erwartet. Der Messestand der Waldorfschulen gehört schon lange als markanter Blickfang zum Gesamtbild der Didakta. Der Waldorfstand hier ist ja mit Abstand der schönste. Das muss man ja so sagen, ne? Vertreter der Waldorfpädagogik, Schüler, Lehrer, Dozenten der waldorfeigenen Hochschulen und Eltern geben Einblick in bewährtes und in die Aktualität der Waldorfpädagogik. Also ich glaube, das ist die einzige Pädagogik, obwohl das jetzt nicht arrogant klingen soll, die wirklich zukunftsfähig ist, weil sie vom Menschen, vom Kind und Jugendlichen ausgeht. Es gibt umfassende Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten, Waldorflehrer zu werden. Informieren Sie sich einfach mal bei Ihnen und dann gebe ich Ihnen das mit. Außerdem wecken die Themen Flüchtlingskinder. Ja, wir nehmen die Dinge ernst, die in der Welt aktuell sind. Und Medienpädagogik. Großes Interesse beim Publikum. Also mir ist es ganz wichtig, dass das Thema Medienpädagogik in der Schule ganz stark ist. Wir befragten Besucher nach ihren Eindrücken zum Thema Waldorfpädagogik. Ich finde ganz viele Aspekte von der Waldorfpädagogik toll, aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir neue Informationen kriegen. Deswegen sind wir auch heute hier. Das Wichtigste finde ich, nicht zu fragen, was braucht die Wirtschaft, sondern was braucht der Mensch. Also ich finde, dass mit der Waldorfpädagogik und mit dem, was als Anthroposophie der zugrunde liegt, man eine gute Möglichkeit hat, als Lehrer die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen tatsächlich zu begleiten, wenn man sich selbst entwickelt. Schnell vergeht eine Woche, gefüllt mit Vorträgen, Gesprächen und neuen Perspektiven. Mit vielen Kollegen bin ich hier auf der Messe unterwegs, um neue Inspiration zu sammeln. Sodass am Ende auch die Veranstalter ein positives Fazit ziehen. Ja, ich habe gesehen, dass auf fast allen Ständen Waldorf gesiegt hat. Es ist überall Holz, schöne runde Formen und man hat das Gefühl, man ist fast nur auf einer Waldorfmesse.